Würzburg ist der nächste Gegner für Hannover 96. Eine Kaderanalyse und vieles mehr folgt nach dem Intro. Herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal Hen96. Ja, übermorgen steht das nächste Spiel für unsere Roten an, nämlich zu Hause ein Heimspiel um 18:30 Uhr gegen die Würzburger Kickers. Ja, der Tabellen-18. spielt gegen den Tabellen-8. Hannover 96. Einen kurzen Rückblick mache ich jetzt mal kurz mal. Hannover 96 hat gegen den HSV 3:3 gespielt. Parallel haben die Sandhausener, die Sandhäuser gegen Würzburger Kickers mit 1:0 gewonnen. Das bedeutet also, dass Würzburg immer noch mit Abstand, mit großem Abstand auf Tabellenplatz 18 ist und so gut wie abgestiegen ist. Das bedeutet also, dass 96 gewinnen muss. Und es betont, die Betonung liegt auf muss. Hannover 96 muss dieses Spiel gewinnen, damit sie noch einen guten Tabellenplatz hinbekommen können. Sie haben seit dem Derby nicht mehr gewonnen, aber haben auch 4 Wochen keine Pause gehabt, also 5 Spiele jetzt am Stück nicht gewonnen. Das ist natürlich auch zu viel, sind wir mal ehrlich. Deswegen muss unbedingt ein Sieg rein. Sieg, ja. Hannover 96 hat hätte eigentlich schon vor 2 Wochen gegen Würzburger Kickers gespielt, beziehungsweise schon vor 3 Wochen. Aber gegen Chiarucci hatte er ja angeblich Corona, was er ja nicht hatte. Und deswegen musste dieses Spiel ja unterbrochen werden, beziehungsweise abgesagt werden. Und es wurde auf dem 7., nee, Entschuldigung, 8. April verlegt. Das bedeutet also, 4 Tage nach dem Spiel gegen den HSV geht es wieder gegen die Würzburger Kickers ran. Und Hannover 96 spielt dann zum einen Überfluss noch am 11. wieder. Das bedeutet 3 Tage später das nächste Spiel und dann das noch zu Hause. 3 Heimspiele hintereinander, immerhin etwas, dass man nicht reisen muss. Das hat wenigstens einen kleinen Vorteil. Ja, jetzt kommen wir kurz mal zu den Fakten von Würzburg. Ja, nee, erstmal kommen wir zur Tabelle. Entschuldigung, habe ich ja eben schon kurz angerissen. Man sieht eindeutig, Würzburger Kickers haben 16 Punkte, Hannover 96 hat 36 Punkte. Das ist noch die Tabelle vom vorherigen Spiel, aber lässt sich da nicht beeindrucken von, beeinflussen von der 96. Da sieht man, dass es ein absoluter Pflichtsieg ist. Dann kommen wir jetzt wirklich zu den Fakten. Würzburger Kickers, Tabellenplatz 18, Trainer. Bernhard Trares wurde wieder entlassen, der dritte Trainer, der entlassen worden ist. Und ist jetzt ein Co-Trainer zum Cheftrainer, glaube ich, geworden oder einer aus der Jugend, weiß ich gar nicht genau. Ralf Santelli, über den kann ich gar nicht sagen, den kenne ich überhaupt nicht, muss ich tatsächlich sagen. Bester Torschütze ist, der auch im Hinspiel gegen Hannover leider getroffen hat. Beim 2:1-Sieg für die Würzburger Kickers beim ersten Saisonsieg. Rich Muncy, der 32 Jahre alte Spieler, hat schon 7 Tore geschossen, was als 7 Tore ist beachtlich am Platz 18. Der ragt da so ein bisschen heraus. Dann der Kapitän ist interimsweise Christian Strohdig. Ich meine auch Arne Feig war auch mal Kapitän, da bin ich mir jetzt aber nicht ganz so sicher. Ich nämlich vor 2 Wochen war nämlich Christian Strohdig, beziehungsweise gestern war auch Christian Strohdig der Kapitän und ich glaube, der etatmäßige Kapitän, nämlich Hegele, oder Arne Feig, Entschuldigung, Arne Feig, der ist nämlich verletzt, soweit ich weiß. Ja, jetzt kommen wir, ja, ein kurzer Überblick über die Würzburger Kickers, also Tabellenplatz 18, Ralf Santelli, Rich Muncy müssen wir auf jeden Fall aufpassen, und ein Altbekannter aus der ersten Liga und zweiten Liga, Christian Strohdig ist der Kapitän. Dann kommen wir zur Kaderanalyse. Mir sind jetzt mal 3 Spieler insgesamt aufgefallen. Fabian Giefer kam vom FC Augsburg nach Würzburg. Fabian Giefer ist ein bekannter Spieler aus der ersten Fußball-Bundesliga, hat aber keine recht wirklichen Leistungen gebracht, ist auch schon 30 Jahre alt. Bei Augsburg viele Patzer und bei Würzburg auch ein paar Patzer. Also das ist kein wirklich guter Torwart, aber den kennt man zumindest mal. Dann in der Innenverteidigung Christian Strohdig ist auch schon 33 Jahre alt. Also uns fällt auf, mir fällt auf, dass sehr viele ältere Spieler in diesem Team drin sind. 30, 33, 33 und so weiter. 32, ganz schön viele ältere Spieler, also sehr viel Erfahrung und nicht so viel Qualität, um es so auszudrücken. Christian Strohdig hat am SC Paderborn lange gespielt, kennt man auf jeden Fall. Dann Everton kam vom HSV, ist auch schon 32, der war beim HSV nur verletzt. Also auch eher ein Zweitligaspieler. Der etatmäßige Kapitän ist Arne Feig, zu dem kann ich jetzt auch nicht viel sagen. Und dann kommen wir zur nächsten Seite, zum Angriff. Da fällt mir vor allem 3 Spieler auf.
Nämlich einmal Patrick Sontheimer, der aus Greuther Fürth gekommen ist. An dem soll Hannover 96 anscheinend interessiert sein. An dem soll Erhard Zuber interessiert sein. Das bedeutet also, dass er vielleicht nach der Saison zu uns kommen könnte. Dann im Sturm mache ich jetzt mal ein bisschen schneller. Rich Muncy, habe ich schon alles so gesagt. Das ist der beste Spieler wahrscheinlich im ganzen Team. Und ein junger Spieler, der auch auf der Liste sein soll bei Hannover 96, nämlich Marvin Pieringer. Pieringer soll anscheinend auch auf der Wunschliste von Kenan Kocak und Gary Zuber stehen als Ersatzstürmer. Junges Talent. Weiß ich jetzt aber auch nicht, was ich von halten soll, bin ich ganz ehrlich, weil ich den einfach nicht kenne. Dann kommen wir nochmal zum ne, kurzen Rückschau, einen kurzen Rückblick zum Hinspiel. Ja, achter Spieltag, ihr seht schon eingeblendet. Katastrophales Spiel von Hannover 96. War eine schlechte zweite Halbzeit. Schlechteste Halbzeit, die ich von 96 lange gesehen habe, in der gesamten Saison gesehen habe. 2-1 verloren. Dazu brauchen wir gar nicht mehr viel sagen. Die Aufstellung ist sogar, bis auf Alice, ist sogar eigentlich in Aufstellung, die man öfter gesehen hat bei 96. Dieser Schild auf rechts außen, der mal wieder damals ein schlechtes Spiel gemacht hat, wie öfters mal. So eine ähnliche Aufstellung wird es wahrscheinlich auch wieder werden. Gegen die Würzburger Kickers vielleicht noch ein bisschen mit Dumboja im Sturm würde ich mich sehr freuen. Aber das Vorschau-Video seht ihr am morgigen Tag. Ja, das war's auch schon. Mein Tipp kommt auch morgen. Das war's auch schon mit dem Video. Heute eine kurze Analyse des Gegners. Tut mir leid, dass ich mich mit Würzburg nicht so viel auskenne. Es ist einfach so, Würzburg ist nicht gerade mein Team, das ich verfolge. Freitag kommt eine Kader-Gegenanalyse bzw. Kader-Analyse zu Heidenheim, da kenne ich mich dann ein bisschen besser aus und da kann ich auch mehr erzählen zu Heidenheim. Auf jeden Fall nochmal zusammenfasst, man sieht an den Spielern auch, weil man die auch gar nicht so kennt, das sind hauptsächlich Drittligaspieler, ohne irgendwen attackieren zu wollen, mit ein paar Zweitligaspieler, auf die man aufpassen muss. Aber den Gegner gilt es nicht zu unterschätzen und zu schlagen. Ja, das war's mit dem Video, lasst einen Daumen nach oben da auf dem Video, wenn es euch gefallen hat, subscribe meinem Kanal, wenn er euch gefällt. Schreibt einen Kommentar in die Kommentare, wenn ihr wollt. Schreibt eure Meinung zum Video oder allgemein zu Würzburg oder Hannover rein. Würde ich mich sehr drüber freuen. Habt noch einen schönen Abend, bis morgen und ciao.